Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Final Station, die wir noch nicht erreicht haben. Irgendwo im Westen soll es soweit sein. Zur Schlucht im Westen wahrscheinlich. Müssen wir wirklich dahin. Jetzt sind wir hier in einem Biom der Kälte. Na komm her, mein Freund. Ah, ist verschlossen. Okay. Dann suchen wir uns mal einen Schlüssel. Hier ist ein Fass. Ja, das habe ich schon gesehen. Und mit dem Fass werden wir hoffentlich die Leute da töten. Schick Ronald, vielleicht kann er den Empfänger reparieren. Auf allen Frequenzen hört man merkwürdige Geräusche. So. Das heißt, wir schmeißen das Ding einfach mal. Und machen dann Puff. Prima. Läuft bei mir, wa? So, erstmal hier Rückzugsmöglichkeiten erschließen. Verschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen nach links. Nehmen uns das Fass. Fuck. Da war ich ein bisschen übereifrig. Dafür gönnen wir uns jetzt mal mit der Shotgun was. Alter Verwalter. Ich gehe vielleicht erstmal vorsichtig gucken. Ja. Und dann, machen wir das so. Hihi. Gut, hier geht's nach unten. Jemand zum Retten. Okay, ja, komm, wir gehen mal runter. Nun, hier geht es mir doch ganz gut. Ich habe zum Beispiel eine ganze Kiste gepökeltes Fleisch. Ich wette, das hast du in deinem Zug nicht. Gut, du hast es versprochen. Okay, offensichtlich haben wir ihm jetzt erzählt, wir hätten haufenweise Nahrungsmittel. Jo. Martin, ich verstehe, dass diese Arbeit gut bezahlt wird. Es ist eine Ehre, für den Sohn eines Ratsmitglieds zu arbeiten. Aber du warst schon 10 Monate nicht mehr zu Hause. Vielleicht können wir nach anderen Möglichkeiten suchen. Emma, der Martin taucht auch immer mal wieder auf. Oh, da würde ich gerne mal versuchen, ob wir hiermit was reißen können. Zum Beispiel so. Boah, war schon ganz gut. War schon ganz gut. Kann man nicht meckern? Und den Rest? Machen wir halt im Nahkampf. Schön gelöst, die Situation. Okay. Oh, nicht ein Bluter. Nein. Du bist verletzt, Kollege. Ich kann laufen. Ach, du Schande. Naja, komm. Mein Zug hat Platz für jeden. Danke. Ja, bitteschön. Gern geschehen. Wahnsinnig gerne. Wir werden mal gucken, was du uns an Belohnung bringst. So ein bisschen müssen wir leider aussortieren, Freunde. Es ist, leer. Na toll. Eine verschlossene Tür. Verschlossen, verschlossen. Alles verschlossen. Ich gehe mal hier nach rechts. Jawohl. Oh. Dr. Peter Thornton. Ach du. Wohnt der hier? Es ist doch nicht meine Schuld, dass der alte Mann dir dieses heruntergewirtschaftete Werk hinterlassen und Adam nach Bristol geschickt hat. Hör auf zu jammern. Ich will seinen Namen nicht mehr hören. Und das hat nichts mit dem alten Mann zu tun. Fang mit den kleinen Dingen an. Stelle Experten ein, nicht dieses Gesindel. Nimm einen kleinen Kredit auf und repariere wenigstens die Hauptanlage. Tolle Idee, aber wer soll all das bezahlen? Reg dich jetzt nicht auf. Aber Adam? Schlüssel.
Dr. Peter Thornton. So. Verschlossen. Okay. Okay. Wo müssen wir lang? Hier lang. Vermutlich. Ach nee, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir doch gekommen. Sind wir da rechts rum? Dann gehen wir mal hier trotzdem noch mal gucken. Vielleicht müssen wir auch einfach nur zurück. Warum ist die blöde Tür verschlossen? Okay. Die Typen haben wir alle. Wo geht's weiter, Freunde? Ich habe den Überblick verloren. Wir gehen mal wieder zurück. Bestimmt wieder hier die eine Tür, die da noch war. Nee, da unten rechts. Ah ja. Ich glaube, oder? Guck mal hier. Das könnte sein. Auch verschlossen. Wir haben doch den Schlüssel. Also wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden. Da muss doch irgendeine Tür muss doch aufgehen. Eine von den verschlossenen, nach Möglichkeit. Von der Seite kommen wir da unten auch nicht ran. Wenn ich das richtig gesehen habe. Gab's hier noch was? Nein. Wir haben auch alles mitgenommen. Dr. Peter Thornton. Edward Thornton. Das ist die Munition. Keine Ahnung, Freunde. Vielleicht doch nach unten. Ja, so sieht's aus. Gut, wunderbar. Okay. Ah, sehr schön. Tabletten und Schießpulver. Aufladen und schlagen. Sehr gut. Alles klar, kein Problem. Kein Problem. Der ist auch überhaupt kein Problem für uns. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr, sehr gut. Oh, noch einer. Das ist der, den wir von der anderen Seite immer schon begafft haben. Bahnhofsschlüssel. Sehr gut. Wir können den Ort verlassen. Haben schön ein bisschen was gefunden. Leider auch ein bisschen was verloren. Aber hey, wir schauen mal, was der Bluter uns bringt. Und ob wir die kleine Blonde hier wirklich durchschleppen wollen. Das sind die Entscheidungen, die man treffen muss. Bisschen Schwund ist immer. Und es wäre natürlich mal eine Challenge noch. Guck mal, der bringt viel. Der bringt auch 230. Verzeihung. So, hier ist alles schick. Das heißt, sie kriegt nichts mehr. Tut mir leid. Tut mir leid, junge Frau. Ich weiß auch nicht, warum wir jeden einsammeln müssen.
Essen. Essen 3. Erste-Hilfe-Kasten 5. Wir können auch keinen mehr machen. Munition ging ein bisschen was. Ja, sparen wir uns mal. Alles gut. Gleich wieder alles gut. So. Und so. Okay. So, nochmal gucken. Alles gut, alles gut. Der braucht mal was zu essen. Und der bräuchte, vielleicht wenn der Militärstützpunkt noch steht, okay. Der bräuchte dann Medizin. Zeitnah. So, du kriegst was zu essen. Und du kriegst Medizin. Weil ich dich gut leiden kann, mein Freund. So. Jetzt nochmal schnell hier dran. Und es gibt wieder was am Funkgerät zu tun. Dann wollen wir mal gucken, wer da mit uns Kontakt aufnehmen will. Wen es noch gibt, wer noch online ist. Rafe Spore. Sieht aus, als würde das das Ende. Als wäre das das Ende. Was passiert? Der Kraftstoff ist alle. Ich kann dich nicht abholen. Tut mir leid. Ich weiß. Ich wollte mir nur entschuldigen. Als du angefangen hast, bei uns zu arbeiten, war ich zu streng mit dir. Versuch zu Fuß in die nächste Stadt zu gelangen. Sie sind außerhalb des Zuges. Ich komme nicht raus. Lebe wohl. Warte. Fuck. Ein Arbeitskollege, vielleicht ein Vorgesetzter. Sie sind außerhalb des Zuges. Wer? Die Aliens oder die Mutierten? Okay, wir müssen zu Pisti wechseln, Freunde. So. Gut, was gibt's hier Neues? Geh zu David ins zweite Werk, es ist dringend. Ich glaube, in der Beta flogen einem noch immer Zeitungen vors Gesicht, oder? Das, haben sie das rausgenommen oder fällt es mir einfach nur nicht auf, weil ich so wahnsinnig konzentriert bin? Oh! Können auch hier mal aufladen, hochgehen und zuschlagen, oder? Boom. Ja, wer weiß, wozu es nütze ist, die Fenster zu zerschlagen. Vielleicht gibt das eine Belohnung oder so. Du hast sämtliche Fenster zerschlagen. Dann schauen wir mal. Das war wohl nix. Einsatz mit X. Oh. Oh, der kommt hinterher. Ach du Scheiße. Oh. Natürlich. Eine Treppe. Natürlich kommt er hinterher. Eieieiei. Holy. Moly. Ah. War nicht klug. War nicht klug. War nicht klug. Oh. Alter Falter. Lumi, jetzt reiß dich wieder zusammen. Jetzt aber wieder. Okay, ist aber gar nicht so schlecht, Freunde. Ist gar nicht so schlecht, dass wir hier nochmal die Chance haben, es ein bisschen besser zu machen. Gucke mal. Also, erstmal aufladen, ja? So. Dann schnappen wir uns nämlich erstmal die Typen. Ganz entspannt. So, okay. Dann. Schnappen wir uns die Typen. Semi-entspannt. Und dann schnappen wir uns den Typen da hinten. Hoffentlich. Ah, guck mal. Können wir uns den noch ganz entspannt schnappen?
Da klappt's nicht mehr im One-Hit-Kill. Und jetzt? So. Zumindest ein bisschen besser. Beim dritten Anlauf wird es noch besser werden, Freunde. So viel kann ich euch schon mal sagen. Wir stellen das Fass nochmal entspannt ab. Und machen den erstmal platt. Dann nehmen wir uns das Fass mit und krabbeln da mal hoch. Ich glaube, Leitern kommen die ja nicht hoch. So. Okay. Dann mal gucken. Hier wäre ganz gut, oder? Es sollte da landen. Ja, perfekt. Hier oben lang ist gar nicht so verkehrt. Dann kann man sich das nämlich in Ruhe anschauen. Und von oben agieren. Könnt ihr übrigens immer was lesen? Bereit. Kommentar des Meisters. Dieselmotor eingebaut. Ausstattung verbunden. Alles bereit für Feinjustierung. Es gibt immer noch Probleme mit dem Bremsventil. Lastenhalterung überprüfen. Okay, die haben hier... offensichtlich versucht, den Zug in Gang zu kriegen. So, mein Freund, komm her. Der war schon angenatzelt. So, 1, 2, 3, 4, genau, die vier Stufen. Schlüssel, den wollte ich haben. Was ist der Grund für die Verspätung? Der Schmied hat keine Aufzeichnung hinterlassen und ohne ihn können wir nicht mit der Massenproduktion beginnen. Welche Option haben wir? Nun, an ihn können wir uns jetzt natürlich nicht wenden. Er ist zu beschäftigt mit dem Bau des Wächters. Also habe ich einen Vorschlag zur Stilllegung der Produktion der Versuchszüge ausgearbeitet. Was sagt David dazu? Tja, ich glaube, David sagt da gar nichts mehr zu. Oder er sitzt hier irgendwo im stillen Kämmerlein. Okay, wir gehen mal erstmal nach links, gut, und jetzt gucken wir uns mit Fernseher in der Hand mal hier rechts um. Ha, eine Toilette, sehr gut, und keiner drin, Überraschung. Ist das David? Hallo? Und wieder lauter Xe? Komm schon. Okay, wir können in Ruhe aufladen und... Boom. Ja, die Großen schaffen dann immerhin in zwei Zügen Schachmatt zu setzen. Status bereit, Kommentar des Meisters, die Basis ist bereit, warte auf Bestätigung. Okay. Nichts zum Lesen, aber was zum Schießen. Allerdings natürlich nicht durch den Boden. So, jetzt hängen wir hier. Wie bestellt und nicht abgeholt. Komm, beweg dich noch ein bisschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wollen wir hier runtergehen? Ah, komm nur. Komm, komm, beweg dich. Ganz schnell, komm. Dann halt nicht, mein Freund. Dann umgehen wir dich mal, ganz entspannt. So. Was steht hier? Stufe 03, Status bereit. Das Gehäuse ist bereit. Bei der Motorinstallation Wellenhalterung überprüfen. Okay, das könnte klappen mit sowas, sowas und hehe, lauf du mal nur ins Leere. Wenn man die Leute nicht töten muss, muss man es ja nicht machen. Befehl zum Einstellen der Produktion. Alle Arbeiten im zweiten Werk werden ausgesetzt. Reaktor Belles AX-02 wird zur Sicherheit des Personals im Isolationscontainer deponiert. Auf weitere
Anweisungen warten. So, wir gucken mal, dass wir den hier vielleicht so erledigen, ohne dass der da von rechts kommt. Aber hat geklappt. Oh Mann, immer diese Xe. Hallo? Gut, mit der Leiche können wir nichts anfangen. Und da muss man immer schnell sein, Freunde, wenn die einmal kommen. Und das Ganze hier für den Text. David, ich verstehe, aber wir haben immer noch kein funktionierendes Belles-Modell. Ich wiederhole erneut, ich habe ein Modell zur Reparatur in den Norden geschickt. Und wenn es repariert und zurückgebracht wurde, habe ich einen genauen Bericht. Wir müssen kein Projekt weiterfinanzieren, das zu nichts führt. Verstehst du, welchen Preis wir für diese Reaktoren gezahlt haben? Verstehst du, dass von tausenden Leuten, die aufgebrochen sind, um sie zu holen, nur 7 zurückkehrten? Und jetzt sollen wir sie einfach entsorgen? Wir untersuchen gerade Beschlüsse über die Nutzung aller Technologien aus der Zone des ersten Besuchs. Es tut mir sehr leid. Aber wir sind doch aus der Belles-Reihe. Sind wir einer der 7? 7 von 1000 ist jetzt auch keine wahnsinnig gute Quote. Okay, oh, du bist verletzt. Mein Freund, macht nichts, ich habe ganz viel Medikits, 4 Stück noch. Na gut. Warte, was ist das für ein Zug? Das kann nicht sein. Doch. Klimatisiert und bereit, dich in Sicherheit zu bringen. Das kann sehr wohl sein, mein Freund. Auf jeden Fall. Okay. 9659. Das war schon eine ganz schön heftige Station, finde ich. Da waren viele Gegner zum Töten. Gut, ein paar Fässer konnten wir schmeißen. Man kann taktisch vorgehen. Ist halt so ein bisschen roguelike, aber man hat immer wieder die Chance, hier was zu reißen. So, wir brauchen demnächst auf jeden Fall einmal Essen und viele, viele Medikits. Also 2 Medikits wären cool, einmal Essen wäre cool. So, Essen haben wir noch, 2 Medikits hätten wir auch noch. Haben leider wenig gefunden. Was uns hier weiterhilft, Ladung ist in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. So, nochmal gucken. Also der blutet. Einmal Essen für die junge Lady. Und einmal, ja, wir brauchen jetzt ein Medikit für den Herrn ganz hinten. Was? Sie haben Ersatz für ihn gefunden. Einmal Medikit und dann brauche auch was zu essen. Erstmal nochmal Medikit. Für ihn hier. War das jetzt voll geworden? Ich glaube, da haben wir ein bisschen was verschenkt. Mist. Ja, war ein Tucken zu früh. Ich gebe es zu. Und wir müssen unbedingt wieder unseren Zug... Ich weiß. Sonst kriegen die Leute hier Herzprobleme. Herz, Lungen und irgendwas für Probleme. So, alles gut, alles gut. Meine liebe Olga, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber wir können nicht alle durchbringen. Guck mal, wir brauchen schon wieder noch ein Essen. Ich meine, vielleicht sind wir auch gleich da. Das weiß ich natürlich nicht. Also wir sind gleich da. Ob das dann schon wieder das Ende der Reise ist hier. An dieser Stelle, keine Ahnung. Guck mal, was wollen wir denn hier noch alles abfahren? Alter Falter. Sie sind angekommen. Okay, Olga. Oh. Einmal wie immer erstmal einen Erste-Hilfe-Kasten schnappen, ne? Olga, vielleicht deine Rettung? Ich weiß es nicht. Keine Bänke in Sicht. Keine Bänke in Sicht. Olga, es tut mir leid. Ich weiß, wir wollen nach Metropol. Das ist ja unser nächstes Ziel. Von daher könnte ich mal gucken, wann wir da sind. Dann kann man ein bisschen besser planen. Noch ist Olga dabei. Ich hoffe, du bist auch noch weiterhin dabei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.